Willkommen beim Angst- und Panik-Expertenrat, Ihrem 24-Stunden-Video-Ratgeberportal. Psychologische Beratung und Selbsthilfe bei Angst- und Panikstörungen. Hallo und willkommen. Wenn Sie eine Verhaltenstherapie machen, wozu ich unbedingt raten würde, dann wird der Therapeut mit Ihnen sicherlich über den Zusammenhang zwischen Ihren Gedanken und Gefühlen sprechen. Sie lernen, wie Sie durch ängstliche Gedanken Ihre Angst aufbauen und verstärken, aber auch, wie Sie Ihre Angst lindern und abbauen können, indem Sie beruhigend mit sich reden. Und vermutlich wird der Therapeut Sie anleiten, ein Entspannungsverfahren wie etwa die progressive Muskelentspannung zu erlernen. Diese Entspannungstechnik hilft Ihnen, die körperlichen Begleiterscheinungen Ihrer Angst zu reduzieren. Sie können so körperlich gelassener reagieren. Ein wesentlicher Bestandteil einer Höhenangsttherapie ist die Konfrontationstherapie. Ihr Therapeut wird Sie ermuntern, sich Ihrer Angst zu stellen, indem Sie sich in die Situationen begeben, in denen Ihre Angst auftritt. Mit Hilfe geeigneter Strategien lernen Sie, in diesen Situationen mit Ihrer Angst und den als lebensgefährlich erlebten körperlichen Symptomen umzugehen. Sie erleben, dass Sie diese Situationen bewältigen können, ohne dass Ihnen etwas passiert. Sie und Ihr Körper lernen schrittweise, Höhen nicht mehr als Bedrohung anzusehen. Konkret bedeutet das, rauf auf den Fernsehturm, runterschauen, erleben, wie die Angst hochkommt, die Beine weich werden und die Knie zittern, sich gut zureden und erleben, wie die Angst mit der Zeit nachlässt. Schon Goethe nutzte diese Methode, um sich selbst von seiner Höhenangst zu befreien. Er schreibt in seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit: Besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedes Mal befiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. Diesem Mangel suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise. Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und verweilte dort wohl eine Viertelstunde lang. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig war. Das Konfrontationstraining ist der wichtigste Baustein der Höhenangsttherapie, eigentlich jeder Angsttherapie. Ziel dieses Trainings ist, dass Sie und Ihr Körper lernen, Ihrem Kopf zu vertrauen. Vom Kopf her wissen Sie, dass es unangemessen ist, in 2 Meter Höhe oder hinter einer verglasten Wand Angst zu haben, zu Tode zu kommen. Im Konfrontationstraining lernt auch Ihr Körper, diese Tatsache zu begreifen. Letztlich geht es darum, dass Sie sich das Vertrauen in sich, Ihren Körper und Ihre Fähigkeiten zurückerobern. Daneben machen Psychologen manchmal auch Gebrauch von der virtuellen Konfrontation mit Höhen. Sie werden angeleitet, eine Brille aufzusetzen, in die 2 LCD-Bildschirme eingebaut sind. Auf den Bildschirmen schauen Sie dann in die Tiefe und Sie sehen Szenen, in denen Sie normalerweise Angst haben. Während Sie dies sehen und erleben, wenden Sie die zuvor eingeübten Anti-Angst-Strategien an, um die Höhenangst abzubauen. Im Anschluss an dieses Training erfolgt dann die Konfrontation mit tatsächlichen Höhen. Wir sind am Ende unserer Videoinformation zum Thema Höhenangst angelangt. Wenn es Ihnen wichtig ist, können Sie lernen, Ihre Höhenangst zu überwinden. Wenden Sie sich an einen Psychotherapeuten.
Bei kaum einer Angststörung ist die Erfolgsquote so hoch wie bei der Höhenangst. Es gibt wirkungsvolle Hilfe, wenn Sie diese suchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Leben Sie wohl.